Was geht YouTube? Ich bin zu der JamTV. Kannst du auch einmal meinen Zuschauer begrüßen? Gang, was geht ab? Links, rechts, Bruder, die brauchen ein Küsschen. So. Was geht, guck mal, Gang, Gang? In diesem Sinne, Leute, es geht für uns nach Hamburg. Heute ist das Wait-In gegen Momo News. Und ich nehme euch mit. Ich vlogge das Ganze über den ganzen Zeitraum. Und am Ende habe ich noch eine Überraschung, aber für eine ganz besondere Person. Das nämlich meine Mama. Weil nach dem Kampf werde ich ihr sagen, weil am Sonntag ist mein Flieger. Also jetzt Freitag fahren wir nach Hamburg, Samstag ist der Kampf und Sonntag fliege ich in die Türkei, aber meine Mama weiß davon noch gar nichts. Sie werde ich in diesem Vlog wahrscheinlich noch überraschen. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wird ein brutal geiler Vlog. Was sagst du? Sieg, Jam. Team Jam ist am Start. Das ist mein Jim. Das ist Izgi, mein Bruder. Check gerne ab, Leute. Momo News auf die Waage zu rufen. Okay. 66,5 Kilo bei Momo News. Kilo bei Jam TV. Jam, wie ist deine Vorbereitung gelaufen? Bist du fit? Ja, wir haben den letzten Monat komplett durchtrainiert, ich bin fit, ich habe ordentlich Schläge im Gym bekommen, so dass ich auf jeden Fall abgehärtet bin und ich freue mich einfach auf den Kampf und wie Momo schon gesagt hat, möge der Bessere gewinnen. Ganz freundschaftlich hier. Der Champ ist natürlich auch da. Wallah, wie erwartet. Maschine. Du machst das mal. Wallah, du machst das mal. Kein Entkommen, Bruder. Mittlerweile die Regeln verstehen. Das war beim letzten Mal leider nicht der Fall. Deswegen war ich da ein bisschen verärgert. So ist das Leben. Ich habe dreimal Stopp geschrien. Nicht nach mir schlagen. Doch, könnte schon eine Rückmeldung machen. Ich schwöre, es ist Wenn einer bei euch sich nicht ordentlich benimmt, was ich kann, wenn ich kann, jederzeit qualifizieren. Naja, wenn du jetzt nach deinem Gegner trittst, ja, wir wollen deinen Boxkampf machen. Oder wenn du. Was sagst du, geben wir heute an Susis? Mit ihm mache ich am Tag 10 Frauen klar. Alle so, oh, süß und so, weißt du? So, jetzt würde ich sagen, gib mal eine Nummer, wir gehen immer Gras zusammen rauf. Ich küsse dein Herz, bester Mann, Alter. Hamburg ist geil, ne? Aber nur wegen Menschen wie dir. Danke, Bro, danke. Ihr macht den Wipe hier. Ja, Digga, du weißt, keine Culture. So, Leute, es ist Kampftag. Wir sind alle hyped. Außer Jingsan, er liegt noch in den Federn. Wir fliegen quasi nach dem Kampf am nächsten Tag direkt in die Türkei. Da erwarten euch natürlich auch brachiale Vlogs, wie ihr mich kennt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Frühstück. Ja, Mann. Kampfday. Ready for fight. Ready for fighting. Ja, soll ich runterkommen oder? Das ist der Frag Barisch an die ganzen OGs. Ich frage mich, wer ihn noch kennt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Es klappt. Was geht, mein Bruder? Leute, wer kennt dieses Gesicht noch? Wie viele? Hä? Warum habt ihr so einen kleinen Smurf? Und vor? Alles, Bruder? Was geht, Bruder? Alles gut? Wir haben noch ein Zimmer, Bruder. Wie groß bist du? 90, ja. Was? Ich dachte, du kommst mit Baba. Nein, Baba ist schon auf Weg. Bruder, ich bin tot, Jo. Wie geht's, Bruder? Alles gut? Ja, ja, ja! Was geht?
Salam alaikum. Alaikum salam. So. Ja, freut mich sehr. Wie schön, Bruder. Das ist groß. 68. Ja, glaube ich. Ja, das ganze Team ist am Start. So Leute, wir sind jetzt hier alle zusammen, stellen jetzt nochmal was zu essen. Hähnchenfleisch. Hähnchen mit Reis, würde ich sagen. Ne? Hähnchen mit Reis ist immer eine gute Kombination. Hier ist mein Bruder Telly Terzen. Leute, übrigens, der nimmt heute sein erstes YouTube-Video auf. Checkt das ab, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Supportet den Bruder, er hat es auf jeden Fall verdient. Bester Mann, danke. Ich küsse deinen, Alter, richtig süß mit seiner Kamera. Alter, er ist Blogger geworden. Alter, richtig süß. Nee, sind nicht die. I'm up in all the stores. When they raise the balls, she like the way I am. Wie geht's, Onkel? Ganz gut, und selber? Hab Gnade mit dir, mach zweite Runde oder dritte Runde. Von ihm? Der Laber kann scheiße. Ich schwöre, bald, das ist meine Einlaufmusik. Respekt, Alter, ich schwör's dir. Aber war das aber geil. Geil, Alter. Aber was war das für ein Kompliment? Dankeschön, ja. Schwör auf meine Hinter, geil, Alter. Aha. Salam alaikum. Was geht? Du, Bruder, tschüss, Digga. Du bist da heute. Ich bin doch kein Star, Bruder. Hast du ein bisschen... Ich bin da, Bruder. Ich bin ready, Bruder. Ist stark. So kenne ich dich, mein Bruder. So, Leute. Mein Coach ist auch hier. Danke, dass du extra dir den Weg gemacht hast. Für dich immer wieder gern. Ganzes Team. Ja, schon Baba. Da, meine Brüder. Mein Onkel. Mazdak. Jem hat meinen Namen vergessen. Nein. Etwas mit N. Aha. Janet. Und danach kommt ein E. Mhm. Und dann kommt ein B. Ja. Ist das richtig bis jetzt? Ja. Voila. Ja. Und dann? Der ist guter Hälse. IL? Du warst da. Ah, nein, weißt du. Ey Leute, checkt auf jeden Fall ab. Izgi, wisst Bescheid für die Zukunft. Machen wir mal meines da. Komm mal zu. Sehr gut. Besser? Lass dich nicht auf irgendeine Scheiße von ihm ein. Du gehst da rein mit deinem Plan. Bleib ruhig. Er zwingt kein K.O. Er zwingt nichts. Such deine Lücke. Du findest eine Lücke und dann schifferst du. Zeig mir, wie das aussieht. Freunde, was läuft? Wir sind auf jeden Fall bereit. Jammo steigt gleich in den Ring. Natürlich sind wir Team Jammo. Genau. Ich wäre so ganz bei der Sache, deswegen ist es wichtig, immer ruhig zu machen. Ich bin ready. Die letzten Vorbereitungen. Gleich geht's los. Zwei Kämpfe noch und dann bin ich dran. Ich hoffe, ihr seid auch noch dran. Bis zum Ende. Was sagst du, Bruder? Ich bin irgendwie aufgeregter als er. Aber ich freue mich einfach. Ich bin so stolz auf ihn. Ich habe keine Worte. Ich kann auch jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, auf ihn reden. Aber wir machen das. Wir schaffen das. Inshallah. Digga, ich schwöre es dir, die Spannung steigt. Unser Bruder wird es aber machen. Ich glaube fest dran, Digga. Ich habe bei irgendeinem anderen Typen, Digga, habe ich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, Alter. Ich schwöre es dir. Er macht das auf jeden Fall. Digga, ich schwöre es dir. Ich sag dir so, ne? Eine GoPro ist derbe entspannt, wenn du im Urlaub oder so bist, so auf entspannt zu filmen. So. Aus Essen, Champ TV! Hab ich bei dir auch gemacht. Auf YouTube.
Jeff! Ja! Ja! Digga, Hammerrunde, Digga. War das stark. Stark. Digga. Bruder, meine Seele ist weg, Mann. Meine Seele ist weg. Ich werd heiser. Mein Puls ist safe auf 300, Digga. Was sag mal? Mein Puls ist safe auf 300, ich schwör's dir. Du hast das! Jeffs geben! Du hast nicht so einfach, Digga, bringen. Mach du, Jeff! Boah, bei mir war nur Jeff, Walla, ich bei mir nur X-Klopf, nur X. Ich war in Stuttgart, hab ich den Kabelfernsehen gesehen. Ey, Freunde, seht ihr, ich bin voll am Schwitzen, wir sind dabei. Jomo gewinnt das, zweite Runde, jetzt geht dritte los, ihr wisst Bescheid, Alter. Warum haben die abgebrochen? Bleibt unten, versorgt ihn nicht. Schade. Aber was ist los? Ich bin jetzt in die Schule, versorgt ihn nicht. Warte. Alter, Jungs. Er hat's gemacht, Alter. Was war das TKO? Geil. War geil. Geil. Ist so. War ein schöner Kampf auf jeden Fall. Hat sich gelohnt? Ja, ich bin nicht enttäuscht, Mann. Jetzt kann man ringen. Wir kommen, Sportfreunde, zum offiziellen
Schiedsrichter Jürgen Leinhoff hat diesen Kampf nach 32 Sekunden in der dritten Runde abgebrochen. Und dadurch Sieger durch technischen Knockout. Ja. Der Sieger am Mikrofon bei uns, Jeff Lee, ist ein Glückwunsch zum Sieg. Also wenn man noch nicht so viele Influencer von mir gesehen hat, weiß man ja nicht genau, was er erwartet. Aber du bist ja losgegangen von der Rakete, was war los? Keine Ahnung, ich hab das selber gar nicht so gesehen. Ich war da jetzt gar nicht so explosiv, aber anscheinend, ja, ich bin einfach glücklich, dass ich den Kampf gewonnen habe. Und ich fand es schade, dass er so früh abgebrochen hat, weil ich dachte, der Momo kann auch noch weiter kämpfen. Aber ja, ist halt der Sport, ne? Wenn abgebrochen wird, wird abgebrochen. Ich danke an alle, die mich unterstützen am ET. Ich küsse eure Herzen, danke an alle, die gerufen haben und ja, auf ein weiteres Kampf. Ich bin auch den Sieg, Jeffis Gewand, ein super Junge. Ich wünsche mir auch den Kampf gegen Kahn, der sich auch seit langem gewünscht hat, mit den Leuten zeigt, die wollen die Kämpfer sind. Und der richtige Kämpfer sind. Und ja, wirklich, ich bin Kämpfer, ich bin ein guter Kämpfer, ein guter Kämpfer, ein guter Kämpfer. Jem, herzlichen Glückwunsch. Von mir auch herzlichen Glückwunsch, wir waren auf deiner Seite. Ich wusste es von Anfang an, ich wusste es. Aber so ist das im Boxen. Wir haben die Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall, Alter. Hast gar nicht gesehen. Der ist dran, der ist die ganze Zeit schon. Hallo. Das ist mein Engel. Go, oder wie du gesagt hast. Lass mich mal da an. Wie gesagt, erstmal die Wünsche und die Kammerpause und Pause zu machen. Also, ich hab das echt gesehen, du hast echt alle gut gemacht. Ich, ehrlich, ich wusste schon, dass er gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin mit meiner Leistung. Was für ein Junge, du hast den Blick gehabt, Digga. Das war dein Kampf. Du hast es gesteuert. Warum bist du zufrieden? Keine Ahnung, ich dachte mir, der Kampf noch weiter und ich kann ihn vielleicht geil machen. Du hast es beendet, weil du es wolltest. Ja, okay, hast du es gedacht. Du hast deine Fresse, du hast gewonnen, Junge. Sag deine Fresse, Junge, bevor ich mich selber noch. Das war ein K.O.-Ding. So fest habe ich Momo nicht geschlagen. Heute wird Party gemacht! Bist du zufrieden, Coach? Bist du zufrieden? Definitiv. Hat ein bisschen spät gehört. Gut. Weißt du, wie ich am Schwitzen mal mache? Dann weißt du, wie ich am Schwitzen mal? Go! Jetzt oder nie, Bruder! Ja, los, genau, was klar. Immer werbefreundlich bleiben, was klar. War ein sehr, sehr starker Kampf. Danke, dass du gekommen bist. Danke, ich hatte beim Kämpfen Gänsehaut. Ne? Alle schreien so Jam. Ich krieg Gänsehaut beim Kämpfen. Ich krieg noch mehr Power. Das pusht so ein. Deswegen, Team ist mein Team. Und du bist mein Team, Bruder. Du bist meine Familie mittlerweile. Warte. Beste Fahrschule in Berlin. Nee, was geht's denn? Was sagst du zu meinem Kampf? Hat dir gefallen? Weißt du, was wir machen gleich? Wir fliegen gleich in die Türkei. Ey, wow! Ich hab Flugtickets zu uns gebucht. Was ist mit dem Baller? Haben wir alles geklärt? Hälse ab in die Türkei, Türkei geht nur. Wir fliegen 17 Uhr in die Türkei. Ja. Ja, Alanya! 17 Uhr! Was ist mit den Arbeiten? Alles geklärt! Gül, Papa, alles geklärt! Ja, doch, zu Gül, herzlichen Glückwunsch! Warum? Überraschung! Ich hab gar nichts vorbereitet! Ich weiß, ich auch nicht! Wir gehen so! Wir gehen zurück, holen ein paar Sachen von rein und fliegen einfach! Du hattest gesagt, du hast Opa nicht gesehen und so, Mama und ich, wir konnten nicht an, wir haben ein Ticket geholt, alles! Guter Sport, hat erst auch in der Kommentare. Nicht weit. Bei den Profis
Wohlgemerkt, also das war schon ein großer Sport. Ich bin stolz mit dir. Ja, Papa schön. Vier Freimachen. Mach mal vorsichtig. Ja, schöne Ballerschirme. Alles gut. Mach mal. Ja, noch weiter. Belieb mir das ja nicht. Ja, trotzdem. Da soll auch sein Ende aufpassen. Wie fandst du den Kampf, Bruder? Welchen jetzt? Von mir? Achso, fand ich stark, Bruder. Ja, hat sehr, also Respekt, wirklich. Du warst schon drauf. Vielleicht kommst du eventuell an ApoED ran, aber in 100 Jahren vielleicht. Wir können ja gerne auch kämpfen, Bro. Oder wenn du willst, komm jetzt. Kein Spaß. Aber ringen. Klassisch. Bin ich auch dabei. Ehrlich? Kannst du ringen? Natürlich. Kannst du ringen? Ein bisschen. Ehrlich? Grundkenntnisse, ja? Komm, wir machen schön. Kurzes Grab. Komm, kurzes Grab. Der ist aber exhausted, Bruder. Der ist gerade im Camp. Sehr gut. Oh, alles gut. Ich hab gewonnen. Hey, das wird halten. Alles für die Klicks. Alles gut, das war doch kollegial. Wir haben Spaß gemacht. Leute, das ist Grappling, das ist normal. Wir haben nur Spaß gemacht. Alles cool. Voilà, alles aber cool. Ey, starker Mann, stark gekämpft, richtiger Kampfsportler. 20 Kilo weniger als du, der wird schon gehauen, Bruder, was ist mit dir? Ich war noch da, Bruder, aber er hat gerade gekämpft, der wiegt 20 Kilo weniger als du. Bruder, Boxen hat der Junge drauf, hat er bewiesen, wirklich. Und er hat mich ja beim Grappling auseinandergenommen, was soll man sagen? Bruder, ich bin auch Grappling-Master, Bruder, ich hab 10 von 10. Kindheitslegende von mir. Also wirklich, er hat meine sympathischer Kindheit Junge. Geprägt. Sympathischer Junge, so wie Leute zu mir kommen, sagen, ich hab deren Kindheit geprägt, hat er meine geprägt. Ehre Mann, Bruder. Ja, ist so. Nicht auf Steinboden, Bruder. Geht in den Ring wenigstens. Bruder, das sind Männer, Bruder, wir kennen die. Ich hoffe, aber nicht ab, Bruder. Männer, ich sterbe lieber, bevor ich abklopfe. Bruder, du reißt mir meinen Kopf ab, aber ich klopfe nicht ab, Bro. Er drückt immer fester, ich merk's. Sein Vater ist am Chillen. Ja, Mann. Sein Vater raucht ganz genüsslich, Bruder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's von mir, Jam TV. Das war der Kampf gegen Momo News. Hoffentlich nimmt Kaan Yavi die Herausforderung an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Peace out.